Guten Abend für euch alle. Heute ist immer noch Sonntag und Sonntag bedeutet ja schon seit vielen, vielen Sonntagen Bertolt Brecht. Und heute gibt es eine schöne Geschichte über die Kirche. Ja, kann man so sagen. Geschrieben 1943. Peinlicher Vorfall. Als einer meiner höchsten Götter seinen 10.000. Geburtstag beging, kam ich mit meinen Freunden und meinen Schülern, ihn zu feiern. Und sie tanzten und sangen vor ihm und sagten Geschriebenes auf. Die Stimmung war gerührt, das Fest nahte seinem Ende. Da betrat der gefeierte Gott die Plattform, die den Künstlern gehört, und erklärte mit lauter Stimme vor meinen schweißgebadeten Freunden und Schülern, dass er soeben eine Erleuchtung erlitten habe und nunmehr religiös geworden sei. Und mit unziemlicher Hast setzte er sich herausfordernd einen mottenzerfressenen Pfaffenhut auf, ging unzüchtig auf die Knie nieder und stimmte schamlos ein freches Kirchenlied an, so die irreligiösen Gefühle seiner Zuhörer verletzend, unter denen Jugendliche waren. Seit 3 Tagen habe ich nicht gewagt, meinen Freunden und Schülern unter die Augen zu treten. So schäme ich mich. Hätte man doch gut verwenden in der Kirchenaufarbeitungsdebatte dieses grandiose Gedicht von Bertolt Brecht. Ja, ich bin froh, dass wir ihn in Schriftform noch haben. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Und schenkt euch noch einen Wein ein, genießt die Stunden und schlaft dann gut. Bis morgen.